Was ist eigentlich eine Marktanalyse? Mein Name ist Michael Berneck, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und ich stelle Ihnen heute mal vor, was eine Marktanalyse ist, welche wichtigen Kennzahlen wir dafür brauchen und warum wir das Tool Marktanalyse eigentlich einsetzen. Ja, die Marktanalyse ist ein Teilgebiet der Marktforschung. Da wird einmalige Beobachtung der wichtigsten Merkmale eines Marktes durchgeführt, um so eine Struktur eines Marktes abbilden zu können. Ja, wichtig ist diese Fragestellung für ganz viele Situationen, in denen sich Unternehmen befinden, um entweder A, neue Produkte einzuführen oder für sich entscheiden zu können, ist das ein attraktiver Markt für uns? Oder diese Frage zu stellen, wie können wir uns in einem bestimmten Marktsegment, in einem Geschäftsfeld weiterentwickeln? Also es gibt verschiedene Anlässe, wo ich eine Marktanalyse durchführen kann. Spannende Frage ist dann immer, wie geht das denn eigentlich? Wie macht man das? Na, jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich analysiere mal selber ein bisschen. Natürlich ist ein Zugang, eine Marktanalyse selber durchzuführen, immer eine gute Möglichkeit, weil man selber eigentlich, wenn man sich in einem Markt befindet, ganz gut einschätzen kann, welche Aussagen sind da richtig, welche sind nicht so richtig. Nichtsdestotrotz gibt es auch oft noch den Impuls von außerhalb eines Unternehmens, wo wir halt eben über Studien, über professionelle Analyseverfahren noch mehr über Märkte herausfinden können. Ja, wichtig ist, dass man im Vorfeld klärt, was möchte ich eigentlich wissen. Ja, üblicherweise gehört in eine Marktanalyse rein im Sinne von, wer sind überhaupt die Marktpartner, wer sind der Anbieter, wen gibt es da, was bieten die dort an, zu welchen Preisen bieten die dort an, welche Marktanteile hat wer. Gibt es im Markt verschiedene Segmente, ja, dass ich also Teilmärkte habe? Und welche Zielgruppen bewegen sich in diesen Märkten, ja, um damit dann auch ableiten zu können, wie groß Potenziale eigentlich sind. Also wie viel Absatz könnte ich denn generieren? Natürlich gehören zu einem Markt auch noch weitere Teilnehmer, ne, also nicht nur Wettbewerber, wir selber und der Kunde, sondern da gehören Vertriebskanäle dazu. Da gehören regulatorische Eingriffe dazu. Also welche Bewertung hat der Staat da eigentlich? Greift der steuernd ein oder hat der gar keinen Einfluss in den Markt? Plus solche Multiplikatoren wie Verbände und Medien. Also eine Marktanalyse umfasst eine Analyse aller Marktteilnehmer. Wichtig jetzt dabei ist, dass es ein paar Kennzahlen gibt, die sehr interessant sind. Also als allererstes mal ist, wie groß ist das Marktvolumen überhaupt? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, so ein Automarkt. Wie viele Autos werden in Deutschland eigentlich neu verkauft? Und wie viele fahren da rum? Das ist erstmal so eine Marktvolumen-Konstellation. Gar nicht immer so einfach, weil viele Branchen gar nicht so reguliert sind, dass man das gut messen kann. Ja, aber je länger man sich damit auseinandersetzt, kriegt man auch in dem unübersichtlichsten Markt irgendwann ein Gefühl dafür, wie groß das Volumen eigentlich ist. Zweite Frage, die ich dann immer habe, ist, wie groß ist denn mein Anteil in diesem Marktvolumen und wie groß ist der Anteil der anderen Wettbewerber? Um dann auch mal zu ermitteln, wenn ich sage, ich habe 10% Marktanteil in dem Markt, dann auch zu der Frage zu kommen, ist es eigentlich viel oder wenig? Und dieses viel oder wenig beantworten wir mit einer Kennzahl, die nennt sich relativer Marktanteil. Das ist mein eigener Marktanteil in Relation zum größten Wettbewerber. So nehmen wir die 10% nochmal. Die 10% sind richtig viel, wenn der größte Wettbewerber, also der Nummer 2 im Markt, nur 5% hat. Kann aber sehr klein sein, weil wenn der größte vielleicht 50% hat, dann bin ich nämlich ein kleiner Anbieter nur. Das heißt also, ich versuche mich in Relation zum Wettbewerb darzustellen. So, neben dem real existierenden Markt ist das Potenzial total interessant. Also welches Potenzial hat unser Markt eigentlich? Wo könnte er sich noch hinbewegen? Das sind meistens Abschätzungen. Vor einigen Jahren hat man mal die Frage gestellt, wie groß ist eigentlich so dieser Handymarkt, ja, in Deutschland? Da hat man am Anfang immer so nach Italien rüber geschielt, hat gesagt, hey, die Italiener, die haben irgendwie eine Durchdringung von 80%. 80% der Italiener haben einen Handyvertrag. Das waren Zeiten, da hatte Deutschland gerade mal 10%. Ja, heute wissen wir, Deutschland hat über 100%. Das heißt, es gibt mehr Handyverträge in Deutschland als Einwohner. Ja, also man sieht, die Potenziale sind Einschätzungen. So wichtig dabei ist, dass ich über diese verschiedenen Kenngrößen Gefühl für den Markt bekommen kann. So, dann stellen wir uns mal vor, Sie sind Start-up, ja, Existenzgründer. Dann wollen Sie natürlich wissen, ob das Produkt, was Sie da entwickeln und einführen wollen, überhaupt einen Markt bekommt. So, und da kann Ihnen wahrscheinlich erstmal gar keiner genau sagen, ach, das passt schon oder das passt nicht, sondern Sie müssen ganz viele Annahmen schaffen, um zu sagen, ich schätze das ein.
Und dieses Einschätzen müssen Sie dann mit Daten belegen. Und das sind genau die Daten, die Sie in der Marktanalyse erheben. Analog ist das natürlich in einem bestehenden Unternehmen auch so, wenn Sie ein neues Produkt entwickeln. Die Frage zu stellen, was könnte mein Markt dafür sein, wie groß könnte der Markt sein, wie könnte ich das Produkt dort hinein positionieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eine Marktanalyse ist ein richtig gutes Instrument, um mehr Sicherheit dafür zu bekommen, ob Sie dort erfolgreich agieren können. Mein Name ist Michael Bernecker, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing. Und sollten Sie Bedarf nach einer Marktanalyse haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns ansprechen würden. Dankeschön. Ja, wofür kann ich Marktforschung eigentlich nutzen? Hören wir ganz häufig, dass Leute sagen, ja, nee, komm, gib mir nicht so viele Fakten. Ja, ich möchte irgendwie aus dem Bauchgefühl eine Entscheidung treffen. Ja, und damit läuft das. Die Zeiten sind aber eigentlich vorbei. Ja, Fakten schlagen heutzutage Gefühle. Deswegen müssen wir uns heute mal genauer anschauen, wie in unserem Marketingprozess mit Marktforschungsdaten mehr Qualität erzeugt werden kann.